Bei uns in Deutschland haben ca. 10% aller Patienten, die auf eine Intensivstation kommen, ein sogenanntes akutes Lungenversagen. Und gerade bei Grippewellen oder im Rahmen der Corona-Infektion ist genau dieses Lungenversagen die gefürchtete Komplikation. Ein solches ARDS muss man im fortgeschrittenen Stadium intensivmedizinisch behandeln mit speziellen Geräten und absolutem Spezialwissen. Im Video will ich jetzt einmal versuchen, dieses Krankheitsbild sachlich und für Sie verständlich zu erklären. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt über Symptome, Krankheiten und auch aktuelle medizinische Herausforderungen aufzuklären. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt einfach meinen Kanal. Jetzt im Video geht es um das akute Lungenversagen bzw. kurz ARDS. Fast die Hälfte aller Patienten mit ARDS stirbt im Krankenhaus. So ein akutes Lungenversagen ist also extrem gefährlich und hat eine sehr hohe Sterblichkeitsrate. Hinzu kommt, ARDS ist kein einheitliches Krankheitsbild und es gibt viele verschiedene Ursachen. Ein Großteil aller Fälle eines ARDS hat aber eine Infektion, wie eine Corona-Infektion, als Ursache. Eigentlich kommt so ein ARDS bei uns in der Bevölkerung auch gar nicht so oft vor. Ist ja auch ein sehr schlimmes Krankheitsbild. Im Vergleich zum Lungenversagen sind ein Herzversagen oder ein Nierenversagen viel, viel häufiger. Aber in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei einer Viruspandemie, kann dieses Krankheitsbild auf einmal extrem zunehmen. Und dann benötigt man spezielle Krankenhäuser bzw. spezielle Zentren, spezielles Personal und spezielle Geräte. Darauf komme ich jetzt auch gleich. Das Schlimme bzw. Gefährliche am ARDS, es geht alles ziemlich schnell. Hat man vielleicht die ersten ein, zwei Tage nur Luftnot und Atemschwierigkeiten, so werden diese immer schlimmer. Im Stadium 2 färbt sich die Haut zum Beispiel blau und Betroffene merken, wie sie schon bei kleinsten Belastungen, wie ein paar Meter gehen, extreme Luftnot bekommen. Spätestens jetzt muss natürlich dringend gehandelt werden. Und schließlich ist auch noch ein Stadium 3 möglich. Und Betroffene müssen jetzt beatmet werden sogar. Die Lunge selbst schafft vielleicht nur noch 20-30% und das würde natürlich nicht zum Überleben reichen. Besondere Einflussfaktoren auf den Verlauf sind das Alter, das ist logisch, Begleiterkrankung, klingt vielleicht auch logisch, ob man zum Beispiel noch Diabetes hat, Herzprobleme hat, Adipositas etc. Natürlich kommt es auch darauf an, was überhaupt die Ursache ist. Davon gibt es nämlich ganz viele, nicht nur Viren, komme ich auch gleich noch drauf. Und viertens, die Therapiekonzepte, Möglichkeiten und Ressourcen in den einzelnen Krankenhäusern und vor allem auch in den Ländern. Genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also letztlich die Frage, wie gut ist das Gesundheitssystem? Gibt es genug Intensivbetten mit dem entsprechenden Personal und auch Maschinen? Die Therapie nämlich ist sehr individuell und gerade im fortgeschrittenen Stadium wird diese von Experten, sogenannten Intensivmedizinern, durchgeführt. Bei schweren Verläufen kann es sein, dass künstlich die Lungenfunktion übernommen werden muss, weil die Lunge der Betroffenen einfach nicht mehr funktioniert. Ähnlich, wenn man das vergleichen möchte, einmal wie beim Nierenversagen, durch eine Dialyse die Nierenfunktion übernommen wird. So kann bei einem Lungenversagen durch die sogenannte ECMO künstlich die Lungenfunktion übernommen werden. Und gerade in Zeiten einer Viruspandemie, wie beim Coronavirus, ist es umso wichtiger, dass ausreichend Behandlungsmöglichkeiten via ECMO zur Verfügung stehen. Das ARDS ist eine mögliche und vor allem auch gefürchtete Verlaufsform von Covid-19. Was ist ein ARDS? ARDS ist die Abkürzung für Acute Respiratory Distress Syndrome und beschreibt auf Deutsch gesagt das akute Lungenversagen oder auch die Schocklunge, sagt man auch manchmal. Bis heute stellt diese gefährliche Komplikation eine extreme Herausforderung für die Intensivmedizin dar, auch wenn es aktuell diverse Behandlungsmethoden gibt. Streng genommen handelt es sich bei der Erkrankung an sich um eine akute Schädigung der Lunge, in deren Folge es zu einem schweren Lungenversagen kommt bzw. kommen kann.
Ursachen für diese Schädigung können sein, zum einen Probleme mit der Lunge, zum Beispiel eine Lungenentzündung. Wenn diese sich dann extrem verschlechtert, dann kann es zu einem ARDS kommen. Aber auch eine Sepsis, also eine Blutvergiftung zum Beispiel, ausgelöst durch eine offene Wunde irgendwo am Körper, kann schließlich auch zu einem ARDS führen. Auch Verbrennungen, Medikamente oder Gifte. Es gibt also viele verschiedene Ursachen für eine solche Schocklunge. Wen das interessiert, eine ARDS wird nach der sogenannten Berlin-Definition bestimmt. Diese berücksichtigt klinische, radiologische, atemmechanische sowie laborchemische Befunde. Was sich jeder denken kann, die Patienten haben akute Luftnot. Aber es gibt weitere Probleme bzw. Kriterien. Im Röntgenbild erkennt man eine teilweise total zerstörte Lunge, Stichwort Fibrosierung. Die Atemmechanik ist bei ARDS irgendwann erschöpft und zwar durch eine zuvor vermehrt stattfindende Atemarbeit. Man ist also einfach erschöpft und kann nicht mehr atmen. Man hat auch quasi keine Atempower mehr, weil man sich ja so sehr anstrengen muss. So kann man sich das am besten vorstellen. Dies ist häufig der Grund für eine anschließende maschinelle Beatmung. Stichwort auch ECMO, hatte ich gerade ja schon einmal erwähnt. Natürlich müssen andere Ursachen, die auch starke Luftnot hervorrufen können, wie zum Beispiel Herzprobleme, ausgeschlossen werden. Bei Herzproblemen liegt ja das Problem beim Herzen und die Luftnot ist nur in Anführungsstrichen eine Folge. Beim ARDS liegt das Problem in der Lunge. Die Lunge funktioniert nicht mehr. Das ist also ganz wichtig zu wissen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Blutwerte. Hier wird vor allem der sogenannte Horowitz-Parameter ermittelt. Dieser Parameter ist auch für die Schweregradeinteilung wichtig. Im Detail will ich darauf jetzt gar nicht eingehen, weil dies ja Spezialwissen ist. Ich habe hier aber einmal eine Übersicht erstellt. Gerne kann man auch kurz das Video stoppen. Am Anfang habe ich ja vorhin ein paar Zahlen genannt, unter anderem auch die Letalität vom ARDS, also die Sterblichkeitsrate oder höher. Deswegen habe ich hier noch einmal eine Übersicht erstellt. Da sieht man einmal die Schweregrade mit dem entsprechenden Quotienten und die Letalität. Wie läuft ein ARDS ab? Kann man wieder gesund werden? Das ist natürlich eine entscheidende Frage für Betroffene und vor allem für die Angehörigen. Gerade auch wenn man die Bilder und Berichte aus dem Fernsehen mitbekommt von Patienten auf Intensivstationen und die künstlich beatmet werden. Vereinfacht dargestellt verläuft ein ARDS grob in drei Phasen. Wichtig zu erwähnen ist, die Phasen können sich in Bezug auf ihren zeitlichen Verlauf überschneiden und finden nicht Schlag auf Schlag hintereinander statt. Können auch so gesehen parallel verlaufen oder eine Phase 2 sogar übersprungen werden. Phase 1 wird auch als inflammatorische Phase bezeichnet und kann so 1 bis 7 Tage dauern. Hier geht sozusagen alles los. Die Immunabwehr läuft immer mehr auf Hochtouren. Dann folgt Phase 2, auch proliferative Phase genannt. Das Lungengewebe beginnt sich jetzt schon zu verändern. Die Lunge wird ganz anders in der Konsistenz. Man spricht von einer sogenannten Fibrosierung. Ganz wichtig, jetzt in dieser Phase 2 ist es noch möglich, dass man wieder gesund wird. Anders sieht es hingegen in Phase 3 aus. In Phase 3 spricht man nun auch von einer fibrotischen Phase. Die gesamte Lunge, also sowohl der rechte als auch der linke Lungenflügel, fibrosieren. Schließlich spricht man dann auch von einer sogenannten Hepatisation. Das bedeutet, die Lunge wird optisch und in der Konsistenz immer mehr wie eine Leber. Die Lunge verändert sich also total und man kann sich vorstellen, dass die betroffene Lunge, diese Lunge und damit auch die Atmung spätestens jetzt kaum noch funktionieren. Wer hierzu mehr Details wissen möchte, zum Beispiel auch den ganzen Pathomechanismus, also wie es genau dazu kommt, dass die Lunge letztlich versagt, dem empfehle ich einmal meinen Blogbeitrag durchzulesen. Da gehe ich ausführlich darauf ein, habe ich einmal alles aufgeschrieben, kann man alles gut nachlesen. Das Schlimme an dem Ganzen ist, ein Teufelskreis entsteht. Das Ödem wächst weiter, seine Zellen vermehren sich. Die weiter oben gerade angesprochene Fibrose schreitet immer mehr fort. Das entstandene Ödem kann nicht mehr resorbiert werden, dadurch verstärkt sich die Ödembildung weiterhin oder noch mehr. In der Folge kommt es zu noch mehr Entzündungen, zu weiteren Entzündungsreaktionen. Die Schädigung beginnt vom Neuen bzw. schreitet weiter fort und so weiter und so weiter. Es wird also immer schlimmer. Therapie eines ARDS. Im besten Fall lässt sich die Ursache für das ARDS behandeln. Man spricht dann von einer kausalen Therapie.
Die Beeinflussung der eben erklärten Mechanismen und Phasen von Entzündung über Flüssigkeit in der Lunge bis zur Fibrosierung und so weiter steckt aktuell leider noch in ihren Anfängen. Diese Medizin und auch die Forschung ist tatsächlich hochkomplex und nicht irgendwie 0815. Kurzum, bisher gibt es keine Medikamente, mit denen das ARDS ursächlich behandelt werden kann. Die wichtigsten zwei Maßnahmen haben somit nichts mit Medikamenten zu tun, sondern eins die Beatmung und zwei Bauchlage. Es gibt verschiedene Verfahren, die im Rahmen einer Beatmung zum Einsatz kommen können. Die Auswahl des Verfahrens hängt dabei vom Stadium des ARDS ab. Bei Stadium 1 bzw. einem milden Verlauf unterstützt man die Patienten nur. Bei schwerem Verlauf hingegen muss die komplette Lungenfunktion übernommen werden. Die Lunge funktioniert im Prinzip ja gar nicht mehr, vielleicht 20-30% noch. Ein wichtiger Punkt, auch die künstliche Beatmung kann natürlich Schäden verursachen, sowohl an der Lunge als auch in anderen Bereichen. Ein Beispiel, eine Beatmung erhöht das Risiko für eine Lungenentzündung pro Tag um 2-3%. Auswirkungen auch auf Herz-Kreislauf sind nicht vermeidbar. Letztlich müssten im Extremfall alle überlebenswichtigen Körperfunktionen überwacht und behandelt werden. Man kümmert sich nicht nur um die Lunge, sondern auch um alle anderen wichtigen Organe, die als Folge mehr und mehr ebenfalls versagen können. Ein ganz wichtiger Aspekt noch an dieser Stelle zur Therapie. Patienten werden natürlich speziell gelagert. Sehr oft liegen die Patienten dann auf dem Bauch. Falls Besucher dann ihren Angehörigen das erste Mal so da liegen sehen auf der Intensivstation, ist das wahrscheinlich sehr ungewohnt und auch ein Schock. Aber diese Bauchlage ist sehr wichtig. Das trägt dazu bei, dass sich die Gasaustauschfläche vergrößert und der Gasaustausch selbst somit sich verbessert. Außerdem, das ist auch wichtig, die Bauchlage reduziert sich durch die Bauchlage das Risiko für Lungenschäden durch die Beatmung. Sehr schwere ARDS-Fälle erfordern eine sogenannte ECMO, ECMO. ECMO ist die Abkürzung für extrakorporale Membranoxygenierung und beschreibt ein Verfahren, ganz vereinfacht gesagt, bei dem venöses, also sauerstoffarmes Blut mit Hilfe einer Maschine, die außerhalb des Körpers liegt, mit Sauerstoff wieder angereichert wird und dann ins arterielle Gefäßsystem wieder zurückgeführt wird. Man nutzt hier also sozusagen die Maschine als Lunge. Und das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei der Dialyse, wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren. Dann wird ja auch Blut rausgenommen, die Funktion der Niere wird sozusagen gemacht und dann das Blut wieder zurückgegeben. So ähnlich ist es bei der ECMO auch. Eine solche ECMO kann aber nur in speziellen Zentren, Intensivstationen durchgeführt werden. Das war jetzt einmal ein sehr komplexes Thema, aber ich hoffe sehr, dass ich es ein wenig verständlich und nachvollziehbar erklären konnte. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie meinen Kanal und für Fragen und Kommentare hierzu schreiben Sie diese bitte direkt einmal unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.